Hallo und herzlich willkommen zur Folge 49 von Gothic 2 Gladiator. Wir sind noch immer in unserem kleinen Deserteurlager und haben jetzt, glaube ich, gar keine andere Wahl als zu schlafen, und zwar bis zum Überfall. Ich hoffe, wir haben alles gefunden, was es hier zu finden gibt. Ich könnte mir vorstellen, warte mal kurz, bevor wir jetzt wirklich direkt loslegen. Aber der Punkt ist, sollte ich jetzt hier einfach alles absuchen nach Lederbeuteln, das wäre natürlich auch extrem mau. Also ich glaube, Gegner haben alle platt gemacht. An den markantesten Stellen waren wir überall. Und dementsprechend so ein paar Lederbeutel, das ist ja nur Peanuts, ne? Das ist ja egal. Ja, ne, ich lass das jetzt. Ich penne eine Runde, also bis zum Überfall. Ist hier irgendwo ein Bett drin? Ja, hier ist ein Bett drin. Und dann legen wir einfach los. Was wird denn schon sein? Ne? Wird schon werden, alles. Gut, dass wir übrigens zu fünft hier dann diese Kacke da stürmen wollen. Das ist ja auch sehr mutig. Aber mal gucken, wie es ablaufen wird. Wyspany? Jak najbardziej. No, to do dzieła. Idziemy, panowie. Jetzt laufen wir da zu fünft rein. Ich hoffe, die sind weitestgehend unbesiegbar. Das wäre dann doch ganz nett. Da haben wir in der letzten Folge hier wirklich sehr gute Dinge mitnehmen können. Sehr viel Loot. Hier liegt einer. So jest. Martwy Bandyta? Coś tu jest nie tak. Nie widzę nikogo w obozie. Masz pomysł, co mogło się stać? Mam nadzieję, że ludzie Tamerona nas nie wyprzedzili. Wchodzimy do środka. Mal diesen Bandit anvisieren, hat er was dabei? Nie ma czego plądrować. Nee, der ist komplett leer. Mensch, gibt es hier drin noch ein bisschen Loot. Aber gehen wir erstmal ins wohlverlassene Banditenlager. Da ist uns wohl jemand zuvor gekommen. Nie podoba mi się to. Ani śladu walki. Wir müssen alles durchsuchen. Versuche, Prestons Nachricht zu finden. Vielleicht ist sie immer noch hier. Okay, das heißt, wir sind jetzt einfach... Ja, okay, also wir sind einfach alles durchsuchen. Und die stehen sich da die Beine in den Bauch, keine Ahnung. Machen wie immer gar nichts. Hier haben wir einen Brunnen. Es ist ein interessantes Lager, ich würde es gerne bei Tag sehen von innen. Ist ja doch ganz nett eingerichtet. Und aufgebaut. Also, so groß ist es gar nicht. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass wir hier nichts finden werden, außer die Nachricht oder ein Hinweis zum Verbleib der Nachricht. Ich muss sagen, die Palisaden hier rechtfertigen gar nicht, was dahinter sich verbirgt. Das sind so ein, zwei komische Türme. Und so ein paar Gammelzelte, sonst ist hier ja gar nichts. Übrigens, wenn man bei Tag oder vor dem Überfall hingelaufen wäre, dann stirbt man automatisch. Das hatte ich offscreen noch probiert. Denn ich war schon mal ein bisschen auf der Suche nach Kram, aber habe nichts gefunden. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wenn wir hier was übersehen sollten, dann war es entweder sehr tragisch oder nicht so wichtig. Haben wir hier wenigstens ein Bier. Eine Wurst. Und das war's. Da liegt so noch irgendwas auf dem Tisch, das sieht aus wie eine Muschel oder so, aber man kann es nicht aufsammeln. Das ist doch eine Muschel, oder? Oder ein Stein oder was weiß ich. Hier in dem Kessel ist auch nichts drin. Also hier oben ist für minimale Verpflegung. Das ist ja schon mal atemberaubend. Also geht es dann nur noch hoch in diese, hier auf diese Stelzengebilde. Und da sind natürlich Hütten drin, da sind dann, wenn dann, die Anführer der Banditenbande zu finden. Ein Bett auf jeden Fall. Man könnte vermutlich sogar hier pennen, aber aufgrund der Atmosphäre belassen wir es mal. Und wir haben einen Schlüssel. Die meinen schon mal einen Schlüssel, auch wenn wir die Truhe dazu nicht haben. Oder zumindest deren Aufenthaltsort nicht kennen. Die Truhe ist verschlossen und der Schlüssel liegt neben der Truhe. Kein Sinn. Wo ist denn die Truhe? Ich sehe sie gar nicht.
Ach da, im Eck, oh Mann. Nachricht von Preston, das riecht doch nach einer Falle. Aha. Genau. Die Kerle haben sich doch hier den Hinterhalt ausgedacht. Wir kriegen übrigens die EP, auch wenn wir den letzten Schlag nicht ausführen, das ist sehr gut. Ich gehe direkt mal auf die Schützen. Generell erstmal auf jeden hier. Die widerlichen Schützen hier oben. Also wohl doch keine, ich sag mal, kein Zuvorkommen der Armee, das ist ganz gut. Er lebt noch. Der stummt mich jedes Mal um. Macht mir keinen Schaden, aber schmeißt mich hin. So, da oben hängt einer fest. Kali lebt noch. Ich hoffe, sie überleben alle. Also, unbesiegbar sind die Jungs scheinbar nicht. Unsere. Zum Glück sind die Banditen recht schwach. Hier hinten hängt auch noch einer von uns. Der Justin, der Anführer dieser Truppe. Hatten wir nicht einen Kampf? Cholera, to była zasadzka. Chowali się w namiotach i krzakach. Nie spodziewałem się tego. Najważniejsze, że się udało. Masz wiadomości od Prestona? Tak. Pogadaj w takim razie z Kalim. My zabezpieczymy teren. Ja, dann sicher mal das Gebiet. Also die Banditen sind recht schwach gewesen insgesamt. Das wäre auch nicht gut, wenn das Ganze hier schief gehen würde, das muss man dazu sagen, das wäre fatal. Deswegen sind solche Teile der Story dann eher einfach. Es wäre wirklich sehr lästig, wenn einer von denen draufgehen würde. Tak czułem, że jest tu za cicho. Mam wiadomość. Pokaż. Preston znalazł odpowiednie miejsce na rozbudowę obozu w pobliżu stolicy kraju. Zebrał ponad kilkudziesięciu ludzi. Dobre wiadomości. Cieszy mnie to, że tak to idzie do przodu. Poczułem ulgę. Bałem się, że mogło się nie udać. Dobra, nasza wyprawa zakończona. Mam to, co chciałem. Możemy wracać. Mogę jeszcze pozwiedzać ten las? Może znajdę tu coś ciekawego. Jak chcesz, ale pamiętaj o terminach walk. Jak już sobie pozwiedzasz, to znajdziesz mnie tu w obozie. Dobrze. Okay, also wir haben tatsächlich sogar die Möglichkeit, hier noch alles zu erkunden. Das war mir so... Ah ne, die leichten Ork-Echse, die wir hier aufsammeln konnten, haben sogar einen sehr hohen Goldwert. Es wird immer angenehmer hier. Es wird angenehmer und angenehmer. Ich penne jetzt erstmal hier eine Runde. Kali bleibt hier im Lager und wir dürfen tatsächlich erstmal hier bleiben. Dann würde ich sagen, ich penne erstmal bis zum nächsten Morgen, weil ich will mir das Ganze einfach bei Tag anschauen. Oh. Die Betten hier sind nicht funktionabel, die sind kaputt. So, der Kali steht jetzt hier am Eck. Der hat echt viel auf den Deckel gekriegt. Und wir können jetzt hier zu ihm gehen und sagen, ich möchte zurück. Das funktioniert problemlos. Es ist nur die Frage, ob wir hier noch irgendwo Waffen haben. Also die haben alle überlebt, die Jungs, das ist sehr gut. Der Kali hat am meisten eingesteckt. Interessanterweise ist der ja auch die wichtigste Person, also wäre schon doof, wenn der gestorben wäre. Nic tu nie ma. Die Jungs haben wir, die Bögen von denen sind leider nicht allzu wertvoll. So, also der Charakter selbst hat sogar erwähnt, dass es hier ein interessanter Ort ist. Und dass man hier auch kämpfen kann und so weiter und so fort. Wir waren ja an den meisten Gegenden schon, aber wie gesagt, ein bisschen im Umkreis um das Lager, da konnte man nicht hin, weil man dann... Da gab es nur einen schwarzen Bildschirm und man ist halt gestorben. Das soll quasi simulieren, dass wenn man sich bei Tag dem Lager nähert, man halt einfach von Banditen aus der Ferne abgeschossen wird oder sowas. Hier außenrum waren wir ja. Ich hätte so gerne eine Fackel oder so irgendwas. Hätte ich mal nicht so geizig sein sollen, als wir die Möglichkeit gehabt hatten, eine zu erwerben. Oder zwei. Die sind ja nicht teuer. Aber ich dachte mir natürlich wie immer, ja, wozu denn überhaupt, ne? Ja, und jetzt haben wir's. Jetzt haben wir den Salat. Aber wie gesagt, hier hinten in dem Eck waren wir ja auch, glaube ich, meine ich, denke ich.
und haben wir hier in diesem Gebiet ja ziemlich viel Geld gut machen können, hier finden können, einige Gegner platt machen können, Helm gefunden, Schwert gefunden, Bogen gefunden, Schild gefunden. Ich glaube, wir können ruhigen Gewissens mit Kali zurück in die Arena gehen. Ja, komm, das machen wir jetzt auch. Das hat hier keinen Mehrwert. Wie gesagt, vielleicht ist hier noch irgendwo ein Trank im Eck. Ein Elixier der Lebenskraft haben wir ja auch gefunden. Na, also so viel können wir ja gar nicht verpasst haben. Und falls doch, könnt ihr mir ja gerne schreiben, was genau. Und vielleicht, falls Ortsbeschreibung möglich, auch noch wo. So, der Kali steht hier, ne? Genau, der steht hier im Eck. Mal vielleicht nicht was außen rum oder da oben auf dem Dach. Ne? Das können wir ja noch prüfen. Oder auch nicht, wenn wir nicht hoch dürfen. Auf das blöde Dach. Und wir können hier auch nicht vorbeilaufen. Doch, können wir. Aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Und hier hochhüpfen will der gute Romulus auch nicht. Schade. Doch, will er. Oder kann er. Aber dieses Dach ist leer. Okay, gut. Wie gesagt, das Lager. Das wird es jetzt gewesen sein, so insgesamt, also... Wracajmy. Najwyższa pora. Wyjdź poza obóz i wracamy. Ah, und jetzt müssen wir nur das Lager verlassen, oder was? Und dann gibt es direkt einen Teleport, oder wie? Kann man mit denen noch irgendwas reden? Nee, ne, vermutlich nicht. Die winken einem nur ganz nett. Alles klar. Ah, da liegt noch ein Nagelknüppel. Ich wusste, irgendwo liegt noch eine Waffe. Und noch einer. Bei den leichten Ork-Äxte, wie gesagt, einen richtigen Mehrwert haben. Die haben ja einen Wert von 50, also gar nichts. Die hier haben halt... Die kann man bestimmt für 200, 300 verkaufen pro Stück. Ja, und da gibt es direkt den Teleport. Sehr interessant gelöst, sehr gut gelöst. Morgen ist ein Arena-Kampf. Ich muss wieder zurückgehen. Genau, haben wir auch getan. Wie gesagt, das können wir, glaube ich, jetzt hier so guten, ruhigen Gewissens... dabei belassen. Jetzt sind wir hier mitten im Nichts. Es regnet schon wieder. Es ist mitten in der Nacht. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nur, dass Blätter von den Bäumen fallen. Sonderbarerweise. Das ist doch kein Geheimnis mehr. So, da vorne haben wir doch das Wirtszelt. Da ist der Kali. Der ist wieder hier. Können wir spielen mit dem? Nee, okay. Das war quasi dann... Hey. Davon unabhängig, ne? Unser Ausflug. Unser Gegner hat einen Speer, eine sehr dicke Rüstung. Der Speer ist echt heftig. Auch Speerstufe 3. Das können wir quasi auch nicht benutzen. Und der hat einen Sentinel-Helm. Der ist zum Glück besser als unser Bischofshelm. Der hieß doch Bischofshelm. Na, also auf jeden Fall ist die Relevanz des Helms ganz weit nach unten gerutscht. Weil das müsste, wie gesagt, der zweitbeste sein, den man erwerben kann. Der beste hat dann 30 Schutz in allem und es ist nicht mehr so extrem viel höher als der, den wir besitzen. Deswegen können wir das eigentlich ruhigen Gewissens schon fast ignorieren. Und nun gut, schlafen wir bis zum Kampf. Wir müssen ja fit sein, um den Speerkämpfer zu vernichten. Wir haben 65 Lernpunkte. Was machen wir mit denen? Wir haben 88% auf Einhandkampf und gerade gegen den Speerkämpfer wäre es vermutlich sinnvoll, wenn wir auch eine einigermaßen brauchbare Reichweite haben. Das heißt, der Streitkolben kommt da leider nicht in Frage. Aber was wir machen könnten, ist Folgendes. Und zwar, ich gehe mal die Waffen verkaufen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Bis 13 Uhr dürfen wir ja. Hier so rum lümmeln. Dann gehe ich nämlich mal ganz kurz zum Schmied hier bei der Bibliothekar, genau. Der Bogner. Nee, dem Rüstungsfritzen verkaufe ich das nicht am Ende. Hey, du. Ist der auch noch da so vollgeladen? Hier, dem kann man Waffen verkaufen. Wobei theoretisch wäre es egal gewesen, wem wir den ganzen Quatsch verkaufen. Aber hier sieht man, ne, es gibt gut Geld. Die rostigen Zweihänder jetzt weniger. Und die Nagelknüppel bringen auch fast nichts.
Die Machete kann weg. Die solide Streitaxt kann auch weg, weil das ist ja beides schlechter als das edle Langschwert hier. Ja, den Stolz des Boten verkaufen wir, weil ich brauche keine Bögen. Und wir könnten ja gucken, den Legendärsinn verkaufe ich auch mal, weil den braucht kein Mensch. Und auch der Ring hier kann weg und der Schutzgürtel 1 eigentlich auch. Aber den haben wir zum Glück geschenkt bekommen, da haben wir kein Geld für bezahlt. Also wir können auf jeden Fall vor diesem Kampf nicht mehr die optimale Einhandwaffe erwerben. Das klappt nicht, aber wir können beim Bibliothekar noch ein bisschen was rausdonnern. Buch der Stärke, Buch der Erfahrung. Ich hole mir mal ein Buch der Stärke und zwei Bücher des Lebens. Ich weiß, dass ich einen Kampf habe. Alles gut. So, erhöhen wir mal wieder unser maximales Leben. Und pulvern noch mal ein bisschen was auf Stärke. Schon 166, gut 25 davon sind der ultimative Gürtel, den wir da gekauft haben. Jetzt hoffe ich mal, dass wir gegen den nächsten Kontrahenten zurechtkommen. Jestem gotowy na kolejną walkę. Zapraszam na arenę. Insofern er kein Fernkämpfer ist, können wir alles irgendwie überwältigen, aber... Nie jesteś w stanie mnie pokonać, głupcze. Czyżby? Żaden z ciebie mistrz. Zwyczajny farciarz. No cóż. Das hätte ich jetzt nicht behauptet, wenn jemand schon zweifacher Champion ist, aber muss er wissen. Im Wald. Da laufe ich jetzt schon mal ein bisschen rum. Nicht, dass das mit der Ausdauer so auf den Kopf fällt. Alles, ne? Weil das ist halt schon ein bisschen doof mit der Ausdauer. Wenn die halt so lange zum Regenerieren benötigt. Ja, aber ja, der Grimwald ist kein Problem. Wie gesagt, wir haben eigentlich gegen keinen wirklichen Problem. Sobald man einmal weiß, wie das Konzept dahinter funktioniert, hat man da eigentlich wenig Probleme. Wir haben keinen harten Crit bisher. Bei uns hat Damage einigermaßen konstant, solange die Ausdauer irgendwie einigermaßen noch gut ist. Ui, dann machen wir sogar richtig nass. Also der Grimwald ist kein Thema. Speer, den hat er dabei. Irgendein Kerl mit dicker Rüstung erwartet uns schon. Außerhalb der Arena. Mal gespannt, was das wieder für ein Kasper ist. Und vor allem, was der von uns will. Die Rüstung will ich auch. Ja, wir hätten sogar ein bisschen hier noch Geld maximieren können, damit Zuschauerbegeisterung, aber. Ja, das sind jetzt so kleine Beträge, ne? So im Nachhinein. Für den Anfang war es sinnvoll, aber mittlerweile. Ja, scheiß doch der Hund auf, hätte ich jetzt gesagt, weil es ist ja wirklich kaum ein Unterschied. Wir gucken einfach, dass wir gutes Geld zusammen verdienen. Ja, gut, wir hätten auch die leichte Ork-Axt. Egal, wir können ein bisschen was verkaufen noch, ne? Wir sehen es ja. Dann haben wir auch bald alle Bücher, dann können wir uns an den Schmuck machen. Dann gucken wir, dass wir vielleicht noch die beste Waffe holen. Und wie gesagt, das mit dem Helm. Naja, ob wir das tun sollten. Gladiatorze! Tak? Jestem Recker, Kapitan tutejszej straży. Lord Tameron wysłał mnie do ciebie z pewną propozycją. Korzystną dla ciebie zarobkowo, oczywiście. W takim razie słucham. Mamy ogromny problem z bandytami, narastający coraz bardziej. Musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych gości, odwiedzających arenę z odległych zakątków królestwa. Żadnemu z nich włos z głowy spaść nie może. A ci bandyci mnożą się jak króliki. Nasi zwiadowcy zlokalizowali ich główną siedzibę. Zanim dotarłby goniec z prośbą do króla o posiłki, to sytuacja mogłaby się znacznie pogorszyć. Mamy zbyt mało ludzi.
ciężko nam będzie zaatakować ten obóz. Dlatego mam dla ciebie propozycję. Zaciągnij się na jakiś czas do mojego oddziału. Oczywiście dalej będziesz walczyć na arenie. Chcę cię po prostu wynająć w roli najemnika. Pomożesz nam roznieść tych bandytów? Kiedy ich pokonamy, 3000 złotych monet wpadnie do twojej sakiewki. Ja, klar, machen wir das. Zgadzam się. Wprowadź mnie w szczegóły. To proste. Jak chcesz, możemy zaatakować już pojutrze. Bandyci nie wiedzą o naszych planach ataku. Nie będą się spodziewać. Mamy więc trochę czasu na rozmyślanie. Przyjdź do mnie po swojej kolejnej walce. Wprowadzę cię w plan ataku. Znajdziesz mnie przed namiotem Lorda Tamerona. Chwila. Das jetzt schon direkt machen. Wir holen natürlich erstmal unsere Belohnung. Hey. Für den Kampf. Chciałbym odebrać nagrodę za Grimbalda. Proszę bardzo. Schon 4000, da können wir wieder zum Bibliothekar gehen. Ist übrigens ganz nett, wenn auch nicht ganz perfekt, mit dem Umhang dieser Wache, weil es ist natürlich Teil der Magierrobe, die man hier irgendwie hinten so als Umhang hinten reingepackt hat. Aber irgendwie führt die so ein Eigenleben, was die Physik Fila. Angeht. Sehr interessant. Chcę poznać plan ataku. Mówiłem ci, że dopiero za 2 dni, czyli po twojej kolejnej walce. Okay, also da macht er auf jeden Fall keine Ausnahmen. Nun gut, dann zurück zum Bibliothekar und den die letzten Groschen ausgeben. Ich überlege gerade, ob das eine gute Idee ist. Oder ob wir vielleicht doch noch ein bisschen das verscherbeln und hoffen, dass wir auf die 7500 oder 7700 Gold kommen. Hey, du! Das bringt uns schon 10 Stärkepunkte mehr. Da sind 25 Schadenspunkte vermutlich hochwertiger. Aber wir kommen da gar nicht hin zu unserem Vorhaben. Selbst wenn wir unser gutes altes Schwert des Gutsbesitzers noch verkaufen. Wobei, das hat einen sehr hohen Wert, aber nee, auch das genügt nicht. Wir können natürlich den alten Helm wieder rausdonnern. Aber ansonsten haben wir gar nichts zum Verscherbeln. Das heißt, in der nächsten Folge kaufe ich einfach beim Bibliothekar noch ein bisschen Kram. Und danach haben wir sowieso noch einen Kampf. Also wir sparen erstmal und gucken danach dem nächsten Kampf, wie wir haben, und holen dann entweder die Waffe. Oder scheißen drauf und gehen beim Bibliothekar einkaufen und holen uns dann, naja, noch mehr Stats. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.